Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen auf SMN Gaming. Wir sind heute dabei zu Billy Midnight zu gehen. Das ist auch ein Revolverheld von damals. Wir suchen ja noch für unseren anderen Revolverheld die letzten Informationen und wir reiten jetzt mal zurück. Auf den Ritt werde ich auf jeden Fall noch ein paar Leute erleben. Okay. Bruder, was los? Help me! Damn. What Please. Happened to you? I need medicine. So, hier, bitteschön. Wir helfen immer gerne. Helfen ist immer gut. Gut fürs Herz, gut für die Seele. Danach geht es einem immer besser. Ob im Spiel oder im echten Leben. True story. Okay. Okay. Oh. Just tried that plan over there. And it was like a gunshot. Oh, ja. Pflanzen sollte man auch nicht überall essen. Oh. The one with the pink flowers. Tiny little bastard. Steer clear. Thanks, mister. I owe you my life. Ja. Some things you learn the hard way. Alles klar. Also, ihr habt gelernt, fasst nicht alle möglichen Pflanzen an. Ist nicht immer gut. Auch keine Pilze im Wald sammeln. Wenn ihr euch nicht damit unbedingt auskennt. Also. Auf den Rückweg, auf den Weg dahin, werde ich erstmal euch erzählen, dass ich richtig dankbar bin, dass ihr euch meine und unsere Videos anschaut, ne, von mir und meinem Bruder. Es läuft richtig gut, ich bin richtig zufrieden. Und wenn ihr das später irgendwann anhört, dann vielleicht lief es ja noch besser als gedacht. So, es macht auf jeden Fall Spaß. Ah, next one, what's What was that? Who the hell are you, boy? Hey, don't you Greys have better things to do? Like marrying your sisters? We're gonna catch all kinds Say of hell that from again. The sheriff How over dare there. You? I'm just passing through. Don't mean to intrude this on your getting worse, politics. Not better. We need to settle this soon, once and for all. Come on, let's get out of here. Ach, Mensch, ja. Wollte sich mit uns anlegen. Okay. Wir haben auf jeden Fall den anderen Typen gerettet, der ist nicht tot. Aber egal, oh, ich gehe in die falsche Richtung. Oh, ich muss nochmal über ein Hindernis springen. Er sucht Gavin. Wo ist der Typ? I lost him. I mean, I lost him. Someone must have seen an Englishman. Really funny he is. Hello, mister. Listen, have you seen... I'm looking for my friend, Gavin. I don't know any Gavins, I'm afraid. Englishman, lovely fella. He went missing and now I'm all alone. Good luck. Viel Glück. Komm, unser Pferd geht zur Seite von alleine. Ne, er sucht einen Gavin. That's too bad. Er ist so ein bekannter Typ im Spiel, also der da. Der sucht ihn ganz oft. Ich weiß nicht, ob er den jemals gefunden hat. Ich habe ihn auch noch nie gefunden. So, wir sind fast angekommen. Auf jeden Fall haben wir Reitkunst verbessert. Das ist schon mal ganz gut. Eben gerade habt ihr das ja gesehen. So, wir sind angekommen. Wir sind hier bei Billy mit. Oh, hier ist ja noch jemand. Moment. Habt ihr das gesehen? Immer schön auf die Karte gucken. Gucken wir uns den mal kurz an. Na, American Foxhound. Oh. Ja, natürlich, komm, wir sind Spenden. Sagt doch immer gute Sachen tun. Dann kommt immer Gutes zurück. Ja, und bei 136 Dollar in der Tasche. Say, where you from? Around. Ain't from right here. Yeah, was you I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago.
Nothing but nasty, miserable people. Yeah? Yeah, ever since them Grays moved here. A bunch of no-good white trash. Yeah, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. So, wir haben was über die Grays erfahren. Das sind die Leute, die uns eben begegnet sind, die den Typen angeschossen haben, diese Wachen. Sollen gar nicht so nette Leute sein. So, wir suchen unser Freund Billy Midnight. Der ist hier drinnen. So, wir binden unser Pferd mal an. Können wir das hier machen? Nö. Egal, er kann schon alleine klarkommen. Und bam! I'm really sorry. Ist er hier? Hey, you there. A quick word. What can I do for you, sir? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight, Billy. Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. Oh. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Alles klar, muss ich mir keine Karte kaufen. So. So, wir laufen einmal durch. Hier ist nicht wahrscheinlich ganz hinten. Hallihallo, liebe Leute. Ah, das ist doch der Typ bestimmt. Hier. Mr. Midnight? Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen. Sind wir gleich irgendwo in der Walachei. I just want to talk with you about your old days as a shootist. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that. I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way. Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me! Get away from me! Oh man, just muss ich nicht fahren. Ja, wir verfolgen den Billy. Irgendwann kann das auch nicht immer alles so friedlich klären, ne? Immer muss Action passieren. So. Ah, mein Pferd kommt mit Fach. Jimmy 2 ist immer dabei. Oh mein Gott, nein! Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn erschießen muss oder nur anschießen. Deswegen werde ich es erstmal noch einmal versuchen. Und zwar, ich versuche nur seine Hand zu treffen. Ich hoffe, ich bin direkt oben im Shootout. So, leicht und irgendwie weiter. Okay, toll. Darf man sich nicht mal was durchlesen? Ich nehme vor, ich müsste mir das durchlesen, um zu wissen, was los ist. Und dann schießt er schon. Okay, Leute. Jetzt ziehe ich ihn einfach direkt auf. Oh mein Gott, ich habe verfehlt. Dieser Lauch, er ist runtergedeckt. Ah, okay, ein letztes Mal. Diesmal kriege ich ihn. Alle guten Dinge sind 4. Man kann ja auch mal sterben. Ist ja auch mal. Ich habe ihn an seinen Cojones gefocht. Oh, er hat die Waffe, ist geil. Seine Pistole ist auf jeden Fall. Top, Job Gesell. Fleckos Revolver ist auch gut, aber egal. Wir müssen ein Foto von ihm machen. Unser Handmodus. So, ich würde auch sehr gerne. Komm, wir springen jetzt direkt auf unser Pferd. So, kurz einmal angucken. Nein! Oh mein Gott, ich bin so doof, ey. Muss mal gucken, ob wir auch Fleckos Pistole noch haben. Ja, haben wir.
Also alles gut. So, wir haben es geschafft. Wir haben die Mission abgeschlossen. Jetzt müssen wir zurückgehen, beziehungsweise wir gehen direkt zur Mission von Javier Escuela. Eine meiner Lieblingscharaktere. Ich mag einfach mexikanische Charaktere. Ja, das ist so, keine Ahnung, schon seit Kindheit. So, unser Pferd hört davon, das ist gut. So, wir reiten und wir reiten, bis wir uns nicht mehr streiten. Und so, wie wir es, der Ritt könnte halt ziemlich lange dauern, ich weiß nicht wie lange, ne, weil bis wir da hinten ankommen, dauert das ein bisschen. Ich glaube aber, hier passieren bestimmt noch ein paar Sachen. Ich reite einfach mit euch mit, ja? In der Zwischenzeit, währenddessen, ein bisschen mein Pferd zu schonen. Immer wenn ich mein Pferd schone. You look like you might need a few smacks to set you straight. Würde sich prügeln. Be smart and keep dumb, okay? You're dumb. What? Get off there. Hardly touched. Come. Hey. Okay, will. Er wollte sich mit uns prügeln. Hat er davon. Er ist keiner, muss den Zeugen beseitigen. Aber sein Pferd würde ich mitnehmen. Das ist da hinten irgendwo, das ist doch weggeritten. Ja, also, ne, wie gesagt, es gibt überall ein paar Leute, die sich fetzen wollen. Ich wollte mich eigentlich nur prügeln, aber er wollte halt unbedingt die Waffe ziehen. Was soll ich machen? So. Okay, ich reite jetzt zurück. Vielleicht passiert hier noch in der Stadt irgendwas. Ansonsten habe ich gesagt, wenn die Energie gleich leerer wird von meinem Pferd und ich langsamer werden muss, dann werde ich ein paar Leute grüßen. Und zwar alle der Reihe nach. Ja, ich bin ja cool. Ich erwähne euch gerne in meinen Videos. Das heißt, wenn ich Fame sein sollte irgendwann, dann seid ihr es auch. Ist doch stabil, oder nicht? So, wir haben ja noch ein bisschen Energie, aber ich kann währenddessen auch gleich noch mal schauen auf mein schlaues Telefon. Wer war denn einer der ersten Kommis? Gleich geht's los, gleich geht's los. Okay, die lassen wir in Ruhe, das sind Sträflinge. Damit kümmere ich mich jetzt nicht. Wir gehen mal weiter. Ich fange mal an. So. Hey Partner. Und zwar fangen wir an mit... Oh, Squeezy. Squeezy 2, sein zweiter Account war das. Also Squeezy, auch an dich, liebe Grüße. Dankeschön, Bro. Der nächste im Bunde... war nicht bei mir, aber bei meinem Bruder. Das war William Burke mit dem Diagonal Up Forward Kommentar. Thank you, my friend. Dann der nächste Kommentar. Das war von Nope King. Weil ich habe gehört, Nope King teilt sich den Account mit einem Freund. Das heißt, das waren dann in dem Fall Mo und Dion. Liebe Grüße an euch zwei. Hopp, hopp, oh. Ah, stimmt, wir sind ja noch. Guck mal. Wir müssen doch erstmal in unser Lager gehen, bevor wir da hingehen. Kommen wir daran vorbei? Wo sind wir? Sind wir schon an unser Lager vorbei? Bin ich blind? Oh, nee, das ist hier oben. Okay, ich. Oder? Nein, egal, ich gehe nicht in unser Lager, das dauert uns zu lange. Das machen wir danach. Danach, nach der Mission. Ne, ich gehe zur Mission, ich starte die Mission. Und danach gehe ich zurück in das Lager. Von uns, ey. So, wo war ich stehen geblieben? Nope King, Dankeschön euch zwei. Oder dir, je nachdem, wer das zuerst kommentiert hat. So, folgendes. Dann kommen wir zu Squeezy, sein Main Account.
Thank you too, my friend. Und dann einmal liebe Grüße an Jennan. Voila, Geno. Brate. Und danach kommt Shaheen-Boss Whitey. Liebe, liebe Grüße an dich. Dankeschön, Shaheen, der Boss. Gehen wir weiter. Ich werde ein bisschen Ruhe. Dann kommt Mois Zeus ins Spiel. Dankeschön, dir auch. Liebe, liebe Grüße und ein herzliches Thank you very much. So, der nächste im Bunde ist der King Zake. Dankeschön, dir auch. Oder King Zake, ich weiß nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie man das ausspricht, aber nimm mir das nicht böse. Ey, hier passiert etwas. Mister, I just want to be left alone, all right? Okay, wir lassen ihn in Ruhe. Er will in Ruhe gelassen werden. Around, nose in the air, holding hands with that dumb lunkhead. Hat Herzschmerz, der Arme. Okay, wir lassen ihn in Ruhe, wollten ihn nicht stören. Ist auch immer so. Manchmal muss man auch jemanden alleine lassen. Aber Lily May ist eine Punkt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Hier. Jonas. Jonas mit einer Masse an Kommentaren. Freut mich. Danke, danke dir. Herzliches Dankeschön. Vom Herzen danke. Hier ist ja irgendwas. Was ist hier oben? Wir gucken uns, was ist so weiß. Fremde Person. Boah, aber wir sind jetzt schon fast angekommen. Doch, wir machen noch diese Mission. Fremde Person. Dann, wenn das eine Mission ist. Falls nicht. Meistens ist es eine Mission. Und dann gehe ich da oben hin weiter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Javier Escuela Mission. Aber das werden wir jetzt kurz sehen, ob wir das überhaupt finden. Ne? Das muss hier irgendwo sein. Genau, Jonas, vielen, vielen Dank dir nochmal. Du bist ein Ehrenmann. Easy now. Ein Ehrenmann. Ah, er ist da. I just don't understand this at all. Hey, over here. Hey, ich komme zu dir. What do you don't understand, my friend? Oh, amigo. ¿Qué necesito? What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. Well, no, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I climbed mountains and swam across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jackhole Gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jackhole Gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Also wenn er uns verarscht, dann muss ich ihn ausrauben.
Aber wir nehmen Martina. Wir sind ehrliche Menschen, ne? A very wise investment. I wish you the best of luck. Mal gucken. Wir untersuchen das mal direkt, bevor er uns hier abhaut. Okay, bei so hohen Bergen, so zwei Dinger und zwischen diesen Dingen. Und da ist eine... Okay, ich weiß nicht gerade, wo das ist, aber wenn wir das mal sehen sollten... Ja, ist das hier irgendwo zu sehen? Nope. Egal, weiter geht's. Okay. Ich reite gleich alleine zurück, meine Freunde. Wir hören uns, wir sehen uns. Ah, nee, stopp. Ich hab voll vergessen. Easy, Bruder. Easy, kann ich hier runterreiten? Oder auch nicht? Eieieiei. Stopp. Zurück. Wir gehen hier über die Schienen oder hier runter erstmal. Können wir hier runter? Nein, zu hoch. Okay. So, warte, ich war noch nicht fertig mit dem Grüßen. Und zwar auch an Elis. Ite bis ve najbolje hvala za komentar. Oh, was ist das für ein Vogel? Sieht voll nice aus. Hvala tebi na komentar, Elis. Der nächste im Bunde. Die Gamer Bros. Den oder die von den Gamer Bros. Alles Gute. Vielen lieben Dank euch. Ehre. Wem Ehre gebührt. Danach kommt Akapetu oder liebe Grüße an Marco, besser gesagt. Ich soll dich grüßen, stand da. Wieso? Bin ich hier falsch oder was? Nee, ich bin hier vollkommen richtig. Ja, natürlich ist das nicht der Hauptweg, aber das passt schon so. So, der nächste im Bunde. Ist Dion. Das ist auch der letzte aus dem letzten Kommentar. Liebe Grüße, vielen Dank im nächsten Video. Also nochmal danke auch an dir, Dion, und alle anderen. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auf, baut keinen Mist. Und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Oder übermorgen. Je nachdem, wann ihr wieder mal einschaltet. Ja, oder vielleicht auch gleich, ein paar Minuten. So. Das ist ein Kopfgeldjäger. Mal gucken. Ah, ich verfolge die nochmal. Ja, seht ihr. So, was ich mache. Ich werde den Typen fangen. Den werde ich fesseln. Einfach nur aus Schaff. Und den anderen fessel ich auch. Die können mir nicht. Komm, fährt schnell. Boah, beleidigt er mich. Komm, schnell. Mal gucken, kriege ich den noch hinterher gefolgt? Da hinten ist er. Ich will dich nicht töten, ich will dich einfach nur fangen. Das ist doch immer mal was Neues, ja? Guck mal, diese bösen Wörter, ey. Was hast du? Du musst real dumm, mein Freund. Yep. What the blazes? Could you get me off this damn I won't be tied up like some slave. That's cool, girl. So. Please don't leave me on here. Mit dieser Kopfgeldjäger. Mal gucken, was der gemacht hat. Come on! Don't do all that killing, then just leave me on here. Easy now. So. Entferne fremde Person. So.
ablegen. Hey! Why don't you put me down, friend? Was? Well, those two ain't your problem anymore. Thank you, thank you, thank you. I knew you wasn't gonna take me in. I knew you was a good man. Come on, man, cut the ropes off. Okay, losschneiden. Mal gucken, ob irgendwas noch passiert. Ich will das andere Pferd noch haben, ja? Wo ist das? Oh boy, I sure owe you one. If I'm gonna be hanged, at least let it be for a crime I committed. Okay, das heißt, er war ein ehrlicher Mann, seht ihr? General store owner in Strawberries got a nice little moonshine operation running beneath his shop. Could do you good to check it out. Okay. Also für das, was er gesagt hat, wurde er nicht angeklagt, aber er macht auch ein paar krumme Dinger. So, okay, das Pferd ist leider weg. Egal, ist nicht so schlimm. Leute, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Peace up. Hier ist ein Zeuge, wo ist das? Was soll das? Schnell, okay, ich fange den noch. Tut mir leid, ey. Okay. Schon wieder. Immer Action, Action, Action. Ist doch gut, Jungs. Ha, denkt ihr. Guck mal, mein Lasso. Ich höre, das ist die geilste Waffe. Ich liebe das. So, ich hoffe, die Leute von oben sehen das nicht. So, er lässt mich in Ruhe. Bitte, ich bin ein netter Mann. So, wieso geht der? Zeigt er uns den Weg hier längs? Bin ich falsch? Nee, ich muss gleich hier rüber. Alles gut. Aber der Typ ist tot. Ich habe ihm noch gar nichts getan. Egal. Wir haben ihn ja sowieso ausgeraubt. Wenn wir ihn festhalten, rauben wir ihn auch natürlich automatisch dabei aus. So Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, guten Morgen, was auch immer ihr gerade seid. Bis zum nächsten Mal. Und einer neuen Folge Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir, Samirohi. Peace up, A down. Und hört auf zu klauen.